Unsere Studio Sommer 2 Tour geht wieder in die nächste Runde und diesmal meldet sich unsere Kollegin Larissa Robitschko aus Vorarlberg. Was habe ich jetzt gesagt? Sommerstudio 2? Studio Sommer 2, doch richtig gehört, ja. Nein, Sommerstudio 2 Tour oder Studio 2 Sommer Tour. Wie auch immer, wir sind in diesem Sommer viel unterwegs, in allen Bundesländern und dieses Mal Vorarlberg. Ja, denn diese Woche lautet das Thema, wir sind immer entlang irgendwo, entlang der Bregenzer Wälder Käsestraße. Da schalten wir doch gleich mal zu der Larissa. Ich sehe sie ja schon im Hintergrund. Sehr fesch. Ja? Sag mal, wie bist du auf das Thema gekommen, Larissa? Ja, hallo Verena, hallo Norbert und grüß Gott in Vorarlberg. Für die Inspiration für diese Woche muss ich mich tatsächlich bei meinem Opa Hermann bedanken, denn er erzählt mir immer die lebhaftesten Geschichten von seinem Vater. Also mein Urgroßvater, der war selbst hier in der Umgebung, nur wenige Kilometer entfernt, Käser, bevor er dann vor circa 100 Jahren in die Steiermark umsiedelte. Nun bin ich also hier auf einer auch für mich persönlich sehr interessanten Entdeckungsreise entlang der Käsestraße. Und da haben wir heute beispielsweise schon Europas größtes Reifezentrum für Bergkäse entdeckt. Warum ist denn Käse so wichtig für diese Region? Früher schon, aber heute auch noch. Ja, Käse ist ein langes, traditionelles Kulturgut im Bregenzer Wald und ist eine ganz wichtige Grundlage, wo dazu gehört zur Region und wie die Region auch landschaftlich geprägt ist. Wie wurde denn früher der Käse gehandelt hier in der Region? Also das hat einen ganz langen Ursprung, dass es da schon viele Käsebarone oder Käseverkäufer auch gegeben hat und der Handel und die Vermarktung vom Käse war da ein ganz wichtiges Geschäft. Und wie ist dann die Käsestraße entstanden? Also die Käsestraße als Verein ist ja viel später gegründet worden, aber ich gehe mal davon aus, den Begriff gibt es schon länger. Ja genau, also die Käsestraße an sich wurde jetzt mittlerweile vor 26 Jahren gegründet. Es ist schon sinnbildlich natürlich der Weg durch die Region, wo viele, wo mit Käse in Verbindung sind, irgendeinen Berührungspunkt haben. Wir haben derzeit ca. 180 Mitgliedsbetriebe. Da sind dabei die Landwirte, die Produzenten, also sprich die Sennereien, auch die Alpen, die selbst Käse produzieren, also die Sennalpen, und auch der Tourismus ist eingebunden, die Gemeinden über den Regioverbund Bregenzer Wald und viele Partnerbetriebe, denen das Thema Käse und Käsehandwerk ein Anliegen ist. Wir haben jetzt schon sehr viel über Käse gesprochen und sind jetzt hier im Käsekeller, Europas größtem Reifezentrum für Bergkäse, das 2002 errichtet worden ist. Wie kam man dann auf die Idee, da einen so großen Keller zu bauen? Ja, der Zusammenschluss oder überhaupt die Überlegung war ganz eine wichtige zu dieser Zeit, denn eben die Keller bei den Sennereien waren auch schon voll und man hat gemerkt, dass man natürlich mit diesem Käse auch am Markt gut etabliert sein kann und deshalb diese Entscheidung, nämlich die Reifung zusammenzulegen, ein ganz wichtiger Entschluss war für die Region Bregenzer Wald und eben für diese Gesellschafter, die beim Käsekeller alle unter einem Dach vereint sind. Und es entlastet ja auch die Landwirtinnen und Landwirte, weil hier funktioniert ja die Reifung auch mit Robotern beispielsweise unterstützt. Das müsste man zu Hause quasi in der Sennerei ja alles mit der Hand machen. Ja, natürlich sind auch unsere Sennereien schon bestens ausgerüstet, auch mit der Technik. Das ist ganz was Wichtiges, denn natürlich die Käseherstellung an sich, da ist ja sehr viel Handwerk dahinter. Aber gerade bei der Reifung und der Pflege des Käses ist noch viel an Handarbeit, auch wenn noch Roboter im Einsatz sind. Aber ausschlaggebend ist natürlich diese Menge an Käseleiben, die hier gelagert sind. Und das alles händisch zu machen, das wäre eine wahrscheinlich unmögliche Aufgabe. Wie viel Käse lagert denn hier tatsächlich? Also es sind 50.800 Käseleibe hier in Lingenau im Käsereifezentrum. Und wie viel wiegt so ein Käseleib ungefähr? Also ungefähr wiegt ein Bergkäseleib 30 Kilogramm. Also ganz schön viel Käse.
eine ganz große Menge. Und das ist so die Schatzkammer des Bregenzer Waldes. Wie schaut dann hier die Pflege aus? Also es gibt eben diese Roboter, die im Einsatz sind. Was machen die quasi hier beim Käse? Also die Roboter, die heben den Laib aus dem Regal, drehen ihn um und mit einer Bürste und Salzwasser, einer Salzlauge, wird der Käse wieder gepflegt. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium für die Rindenbildung und auch, dass der Käse gut reifen kann. Wie lange reift dann so ein Laib Käse da im Käsekeller? Also das ist unterschiedlich. Der Produzent entscheidet selbst, wann er den Käse wieder zurückhaben möchte für den Verkauf. Aber es gibt Käse, der wird nach 6 Monaten ausgelagert. Genauso werden Käse aber fast bis zu 2 Jahren hier gelagert. Die Luftfeuchtigkeit ist bis zu 96% hoch, also sehr, sehr hoch. Und die Temperatur kann bei 13 Grad bis 16, 17 Grad circa sein. Hier beim Käsekeller darf man ja leider als Gast nicht hinein, aus hygienischen Gründen. Aber man kann hierher kommen und auch Käse verkosten natürlich. Was erleben da die Gäste bei euch? Wir stellen die Käseteller, die Verkostungen immer so zusammen, dass der Gast ein breites Feld von einem milden Käse bis zu einem würzigen, kräftigen. Das ist ganz wichtig, dass man merkt, wie unterschiedlich Käse schmecken kann. Auch wenn wir heute unsere Woche mit dem Thema Käse begonnen haben, so gibt es entlang der Käsestraße noch weit mehr zu entdecken. Denn beispielsweise auch Gasthäuser, Ausflugsziele oder Museen zählen eben zu dieser Themenstraße Käsestraße. Wir werden also in den nächsten Tagen diese Region mit ihren Traditionen, ihrer Tracht und ihrem Handwerk ein bisschen besser kennenlernen. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Also bis morgen aus Vorarlberg.